Und damit Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Starfield. Im letzten Part haben wir das Schiffswrack von Hella und Barrett erreicht. Von Barrett ist leider keine Spur, nur Hella liegt hier. Es geht ihm hoffentlich ganz gut. Er sieht ein bisschen benommen aus. Deswegen, Hella, was ist hier passiert? Erzähl doch mal. Oh, hey, du bist es. Ich dachte schon, irgendein Pirat will mir den Rest geben. Ich Glückspilz. So, Medizin, halte still, ich werde dich verarzten. Ich glaube, ich mache das mit Medizin. Du stehst zwar schwer unter Schmerzmittel, aber ansonsten wirkst du erstaunlich gesund. Du meinst, wenn man sich das Wrack anguckt? Tja, das Schlimmste hast du verpasst. Bin mir ziemlich sicher, dass wir alle Notfallmedikamente genommen haben. Weißt du, was mir durch den Kopf ging, als ich dich auf Vectera auf die Medbench legte? Heilige Scheiße, ich hab jemandem das Leben gerettet. Hab mich seltsam stolz gefühlt. Also, dann sind wir jetzt wohl quitt. Stimmt. Ohne deine Hilfe hätte die Constellation keinen wunderbaren Neuzugang begrüßen dürfen. Als man uns auf das Piratenschiff schleppte, hatte ich Todesangst. Barrett, so... Sorry, Bruder. Ich hol uns hier raus. Vertrau mir. Das ist wieder so Barrett. Sorry, Bro. Ah, das erklärt aber nicht den Absturz. Oh, dazu komme ich noch. Er wollte, dass wir einen Kampf anzetteln, damit die Piraten denken, sie müssen eingreifen, bevor einer von uns stirbt. Er brüllte... Der Junge ist ein Killer. Wie soll ich mich gegen diese Zähne zur Wehr setzen? Der beißt mir das Gesicht ab. Hätte nicht gedacht, dass es klappt. Aber sie kamen tatsächlich. Dann ging das Handgemenge los und Barrett griff nach einer ihrer Waffen. Okay, und... er hat jemanden erschossen, den er nicht hätte erschießen dürfen? Oder... Und er hat auf etwas geschossen, auf das er nicht hätte schießen dürfen. Aber ich weiß nicht, ich schätze Barrett so ein bisschen so als Pistolen-Revolver-Held ein. Ich glaube, der fackelt nicht lang, der schießt einfach und da kann dann auch mal was kaputt gehen, glaube ich. Bingo. Er schoss den Piloten in den Rücken und direkt in die Flugsteuerung. Wir stürzten wie ein Stein aus dem Orbit. Ich verlor das Bewusstsein. Als ich aufwachte, grinste er mich an, als wäre nichts gewesen. Du hast die Party verpennt, Hella. Da rette ich dir mal den Hintern und du bekommst es nicht mal mit. Dann machte er diese Schussgeste mit dem Zeigefinger. Barrett, ne? Okay, wir haben ihn ja nicht so lange kennengelernt, aber ja, da hatte ich ja doch recht mit dem Revolverheld und den Ding kaputt schießen. Er hat den Absturz wirklich ohne einen Kratzer überstanden? Nein, glaube nicht. Er hielt sich die Rippen, hatte leicht Schlagseite. Okay, aber Barrett ist nicht hier. Ich muss ihn finden. Oh, stimmt. Damit hätte ich anfangen sollen. Die Schmerzmittel vernebeln alles. Zum Glück tauchte dann ein Schiff auf. Doch dann sah ich, dass es zur Crimson Fleet gehört. Und dann meinte Barrett, ist schon in Ordnung. Ich krieg das hin. Er murmelte ihnen etwas zu, dann waren sie weg. Na gut, aber die Crimson Fleet dürfte ja eigentlich nicht so schlimm sein. Für uns zumindest. Die Crimson Fleet hat ihn schon wieder? Ich war nicht die ganze Zeit wach, aber... Ja, schätze schon. Vor ihrem Grabsprung empfing ich ein Signal. Muss Barrett gewesen sein. Ich konnte es mir noch nicht anhören.
Hier. Hey, ich sollte mitkommen, oder? Sonst bist du ganz alleine. Naja, ganz alleine bin ich nicht unterwegs, aber wir bringen dich auf die Füße. Ja, Hauptsache, ich muss erstmal kein schweres Gerät bedienen. Gib mir eine Sekunde. Das Schlimmste sollte... Ja, das wird schon. Wird schon. Jetzt kann ich wieder Sprüche reißen. Gib Bescheid, wenn du los willst. Mach ich, Hella. Optional. Rekrutiere Hella als Crewmitglied. Würde ich tatsächlich auch machen. Da setze ich erstmal... Was haben wir hier? Nichts. Hella. Hast du immer noch Platz für mich auf deinem Schiff? Ich muss von diesem Felsen runter. Zwar nicht auf meinem Schiff, aber ich hätte eine andere Aufgabe für dich. Ah, da bin ich aber erleichtert. Ich dachte kurz, du lässt mich zurück. Was steht heute auf dem Plan? Erstmal nichts. Alles klar. Dann bis später, Boss. Danke, dass du mich mitnimmst. So, jetzt muss ich die Notübertragung anhören. Oh, Räucherlachs, na, dann snacken wir doch einfach mal. Du hast jede Menge Ärger bereitet, Barrett. Hey, seit wann ist es denn Ärger bereiten, wenn man sich einfach nur gegen Angriffe wehrt? Hey, Pilot, kannst du deinen Arm ein bisschen nach links tun? Ich sehe die Instrumente nicht. Nicht bewegen! Er will unser Ziel herausfinden. Wahrscheinlich überträgt er gerade die Unterhaltung, während wir noch im Orbit sind. Ah ja, ich dachte, das wäre recht offensichtlich. Okay, okay. Weg mit der Waffe. Ich bin fertig, siehst du? Meine Netzhäute sind nicht auf die Konsole gerichtet, sondern auf die tolle Sicht ins All. Fesselt ihn! Auf der Basis amüsieren wir uns dann. Auf der Basis, ja? Dem Schlüssel, wo ich Zugang habe? Gar kein Problem. Ach so. Reise nach Bessel 3. Aber bevor ich das mache, möchte ich doch tatsächlich Lynn und Hella wieder zusammenfügen. Ja, ich denke mal, dass wir das in diesem Part einfach mal angehen werden. Und zwar, wir bauen einen Außenposten. Ich weiß bloß noch nicht wo und ich weiß auch noch nicht wie. Ich hab was gefunden. Okay, warte mal. Seid ihr jetzt alle an Bord? Das würde mich natürlich freuen. Na, mein Schiff ist halt nur für 2 Crewmitglieder, aktive Crewmitglieder. Kann ich dir bei was helfen? Aktuell nicht, Lynn. Noch nicht. Ich werde unruhig, wenn ich nur rumstehe. Chill doch mal, Barrett. Du hast gerade einen Unfall gehabt und ich glaube, dein Raumanzug hat dich schon gut mit Schmerzmittel zugedröhnt. Also ich glaube nicht, dass das nicht... Ja. Dass du nicht gleich mit Action-Sachen hier um die Gegend hauen musst. Dass es nicht klug wäre, jetzt ungeduldig zu werden. So, das wollte ich sagen. Gut, dann wollen wir mal abheben. Wie gesagt, ich weiß nicht... Druck stabil. Sieht gut aus. Wo wir die beiden hinplatzieren. Das mit dem Schiffbau, das hat ja noch nicht so geklappt. Ich glaube, ich würde mich auch eher so auf fettige Schiffe bleiben konzentrieren. Bleiben oder springen? Was sagst du? Was ist das denn hier? Die Vanguard Raptor. Hey. Hallo. nee, die will ich ja nicht anschießen. Wo geht's dahin? So, nach Bessel. Ja, ist die Frage... Mal die Raketen wegmachen. Ist die Frage, auf welchem Planeten ich die beiden hin platzieren möchte. Wo möchte ich denn meinen Außenposten haben? Das ist hier... Eigentlich am liebsten irgendwo da, wo wir im Sol-System wären, natürlich cool, ne?
Hier haben wir die Erde. Merkur. Also quasi unser System. Die Venus. Jupiter. Neptun. Auf den Saturn. Irgendwie habe ich Bock, auf den Saturn zu festigen. Dann würde ich sagen, Kurs festlegen. Auf geht's. Auf zum Saturn. Bauen wir unsere Festung auf den Saturn. Und dabei haben die denn Gesellschaft. Mal gucken, wen wir da noch so... Direkt am Ziel. Guter Sprung. Ja, ne? Wie als wenn ich das schon öfters gemacht hätte. So, Saturn. Zur Karte. Dann wollen wir doch mal landen. Du kannst hier nicht landen. Was? Ich kann hier nicht landen? Analysiert. Mond von Saturn. Wie viele Monde hat der Saturn denn? Titan? Außenposten. Ja, schade. Ich hätte jetzt eigentlich gerne direkt auf dem Saturn, ne? Analysiert Ressourcen. Geht gar nicht. Hier landen? Ich möchte doch einfach auf dem Planeten. Oh, das wäre jetzt so geil gewesen. Ich kann hier nicht landen. Ja, dann nicht. Was haben wir hier? Pluto. Pass auf, dann nehmen wir Titan. Und dann landen wir. Wir landen hier. Dann kann ich da gleich dran anknüpfen, an die Basis vielleicht eventuell. Und auch ein paar Ressourcen. Du befindest dich im UC-Raum. Kurs beibehalten, während wir nach Schmuggelware scannen. Erledigt. Willkommen in New Homestead. Danke. Titan, kann ich denn da landen? Warte, erstmal scannen. Cool. Extreme Umgebung. Oha, was haben wir denn da? Temperatur extrem kalt. Wir landen erstmal. Was ist das? New Homestead. Das ist... Ah, okay. Wir gucken uns das einfach mal erstmal an, bevor ich die irgendwo absetze. Ich will die jetzt auch nicht irgendwo parken, wo stehen. Ich möchte ihnen schon eine gute Atmosphäre geben. New Homestead, was? Hier hat sich seit 2100 kaum was getan. Ja, okay, willkommen gut. In New Homestead. Bitte geh zum Gebäude am Ende des Wegs und dann einfach hinunter in die Kolonie. Ich wünsche einen schönen Aufenthalt. Danke. Aber erstmal nicht. Ich dachte, ich könnte hier... Okay. New Homestead besuchen wir später. Das machen wir später. Guter Start. Alle Systeme normal. Danke, Sarah. Danke. Okay, gut. Dann... Wir gucken uns das einfach mal an. Was haben wir denn hier noch? Mimas extrem kalt. Ist das hier überall extrem kalt? Okay. Was ist eigentlich mit der Erde? Wie sieht das da eigentlich aus? Dünn CO2.
Landeplatz erkunden. Auf dem Mond. Nee. Ich glaube, das ist auch wichtig, was für Ressourcen da sind, ne? Einfach zurück... Die Erde zurückbevölkern. Geht ja leider nicht. Die ist vertrocknet, ne? Wasser sicher. Ach komm. Gehen wir auf die Erde. Platzieren wir die beiden auf die Erde. Ich gehe mal davon aus, dass die auch dann hier ihren Platz machen können. Aber es hat auch kein Sauerstoff mehr, ne? Aber keine... Diese Erdschicht nicht mehr da ist. Die Atmosphäre ist ja weg. Gut. Außenposten. Oberflächenkarte. Außenposten 8. Okay. Ist halt die Frage, wo will ich den denn hinbauen? Irgendwo, wo cool ist, glaube ich. Was haben wir da? Chlor. Okay, Außenposten. Okay, ich muss hier das Ding hier hinstellen. Verfügbare Ressourcen, Quecksilber, Blei und Wasser. Ach, falscher Knopf. Ja, ich will mir hundertprozentig sicher sein. Natürlich, ne, ist ja nochmal doof. Venus. So nah an der Sonne. Scan nicht möglich. Verlassener Hangar. Eigentlich habe ich gedacht, wäre cool, wenn man Mars. Kann ich auf dem Mars auch so landen? Steinwüste. Mars, Steinwüste. Guck mal, ich lande hier. Da gibt's auch ordentlich was. Mars-Tech-Fabrik. Cydonia. Nee, Cydonia heißt das. Ja, ich lande hier. In der Nähe von Cydonia. Bauen wir uns da erst das erste Lager auf. So, schön. Auf dem roten Planeten. Geil. Gut. Lass mich mal gucken. Unbekannt. Dann findest du auch was. Ja. Das ist doch nicht Blei. Das ist einfach Vasco. Ja, natürlich der Boden ist Blei, ne? So, unbekannt. Natürlich. Unbekannt. Natürlich. Gebäude. Gebäude. Außenposten. Dann errichten wir das Ding einfach mal, oder? Drehen. Ich bin hier mal so ein Schönbauer, das ist das Problem. Na dann, bestätigen wir das Ganze. Platzierst du ein Außenpostensignal, kannst du Objekte und Gebäude bauen. Mit LB und RB kannst du durch das Baumenü Kategorie, durch die Baumenü Kategorien schalten. Mit B wechselst du in den Modifizierungsmodus. Okay. Ja. Oha, oha. Jetzt wird's aber... Jetzt wird's wild. Okay, Crew. Ansicht umschalten. Ah, oha. Mit der Flycam-Ansicht fällt es leichter, große Objekte zu bauen. Du kannst frei zwischen Ego- und Flycam-Perspektive wechseln. Ah, okay. Baumodus. Baumodus verlassen wir. Gedrückt halten. Extraktor Blei. Energie für Solar. Oder eine Windturbine. Objekt kann nicht gebaut werden. Nicht ausreichend Ressourcen. Was ist das? Kraftstoffgenerator. Gut, da brauchen wir dann bestimmt auch immer ein bisschen Kraftstoff. Industrielampe. Also man kann sich hier richtig schön austoben. Das wäre ja eigentlich mal was für ein Livestream.
Oha, Transporter. Flüssigkeitsbehälter. Okay, Lager, Gebäude. Gebäude wäre ja erstmal wichtiger, ne? Wohnmodul. Das ist die Luftschleuse. Okay, die brauche ich dann, um das Wohnmodul zu bauen. Okay, das ist wirklich ein bisschen einfacher. So. Bloß habe ich leider keine Ressourcen, aber ich kann das auch nicht schon mit der Blaupause. Der Blaupause bauen. Was brauche ich denn da? Guck mal, ich brauche Blei und Aluminium. Das heißt also, Außenposten wird noch ewig dauern. Orte. Was? Orte aufheben. Ach so, ja. Waffenwerkbank, Herstellung, Verteidigung, Möbel. Ach cool. Und dann Dekoration. Aufstellpuppe. Das ist ja cool. Sonstiges. Scanbooster. Alter Schwede. Na guck mal, dann können wir auch nicht bauen, da haben wir nicht genug Aluminium für, dann würde der schon mal schön hier Blei arbeiten können. Den können wir auch nicht bauen. Wir können nichts bauen. Oh, dann heißt das Ressourcen sammeln, Ressourcen sammeln, Ressourcen sammeln, Ressourcen sammeln. Bauen, umbenennen. Mars Außenposten 1. Die lassen wir auch so und dann würde ich doch eigentlich schon fast sagen Crew. Hella ist nicht zugewiesen. Lynn ist nicht zugewiesen. Mal abziehen. Na, ich habe halt keinen gängigen Außenposten, ne? Crimson Fleet, da bleibst du schön. Ja, schade. Da hätte ich jetzt natürlich. Hätte ich jetzt natürlich was erwartet. Ja, dann hat das ja auch noch keinen Wert. Aber gut, vielleicht sollte ich einfach mal auf Ressourcenjagd gehen. Ich lasse den jetzt erstmal da stehen. Und dann schauen wir einfach mal. Aber ich habe auch gesehen, ich habe einen Skillpunkt zu verteilen. Und wenn wir schon beim Außenposten sind, ne? Geologie. Astrodynamik. Erhöht die Grafsprungreichweite. Oh ja, das ist natürlich sehr gut. Scan gibt drei weitere Punkte. Achso, das ist alles schon gesperrt. Entsperrt die für die Fee. Fertigung von Items. Okay. Analyse entsperrt. Fügt dem Handscanner einen optionalen Zoom hinzu. Achso. Dann würde ich doch das machen. Einfach für den Grafsprung. Weil das wird tatsächlich auch irgendwann super wichtig. Das hier mit dem Grafsprung. Und was müssen wir machen? Grafsprünge müssen wir ausführen. Dann können wir da auch das nächste Level freischalten. Na gut. Dann. Ne, wir sind jetzt Level 15. Ja, dann würde ich sagen. Benötigen Sie meine Hilfe? Erstmal nicht. Dann können wir jetzt immer schön wechseln zwischen den ganzen Leuten. Wie geht's dir, Dusty? Mir geht's ganz gut. Warte mal, kann ich nicht einen mitnehmen dann? Also sprich, ihr seid beide auf dem Schiff, ne? Sarah ist auch auf dem Schiff. Ja, 2-2 halt nur, ne? Also ich und Sarah halt. Kannst du mir folgen? Steht heute Mining auf dem Programm? Komm bitte eine Weile mit. Na endlich, ich habe schon gewartet. Ich mach dann mal weiter. Du weißt ja, wo ich bin. Ach so, Sarah ist dann... Ah, okay, ich verstehe. Können wir aufbrechen? Immer. Wo soll's denn lang gehen? Okay, ja. Sag Bescheid, wenn du mich brauchst. Ja, ich hätte jetzt eigentlich... Oh Mann, ich muss Materialien sammeln. Das heißt also jetzt...
Ja, ich weiß. Das sind wieder die Kommentare, die ich höre. Ja, ich weiß. Ich muss, Landestützen eingeholt. Dann mal los. Muss sammeln. Aber da hätten wir auch sammeln können. Aber ich besuche jetzt erstmal die Piraten, rette Barrett und dann gucken wir einfach mal. Stecke ich alles in die Taschen, was geht. Also natürlich an Material, ne? Also Waffen, Orbit erreicht. Waffen und so wäre mir dann erstmal egal. So, let's go. Dann wollen wir mal. Retten wir Barrett. Sauberer Sprung. Vielen Dank. So. Dann ist da unser Ziel. Ich möchte da eigentlich gerne landen. Ja, so. Landen. So geht das. Mit Animation zumindest. Was? Wo bin ich denn jetzt? Okay. Einfach mal an den Planeten vorbeigeflogen. Aber gut, 40 EP, ne? Immerhin. Einfach leveln. Basel 3 zur Karte. Da müssen wir hin. Aber das hätte ich doch auch... Warte mal, das hätte ich doch auch so finden können, oder nicht? Da, genau so. Rufe unbekanntes Schiff. Hier sind Kolonisten in Not. Wir könnten Hilfe gebrauchen. Wir sind zivil... Oh, vielen Dank. Das letzte Schiff ist hergesprungen und dann wieder verschwunden, ohne auch nur zu grüßen. Wir sind von der, Liss und wollen zu unserem neuen Zuhause. Aber unser Grafantrieb ist, naja, ziemlich alt und hat wohl den Geist aufgegeben. Okay, ihr seid also in diesem System gestrandet. Was ist Liss? Die haben wir schon mal getroffen, aber was ist Liss? Die Liga der selbstbestimmten Siedler. Sie hat uns beim Finden eines neuen Zuhauses geholfen und uns... Aber hier draußen ist man auf sich allein gestellt. Okay, ihr seid also in diesem System gestrandet. Und unser neues Leben ist nur 2 Sprünge entfernt. Wir haben eine Werkbank hier, aber wir brauchen Eisen. Und zwar jede Menge. Dann müssten wir einige Reparaturen durchführen können. Hast du welches? Wir zahlen viel mehr, als es eigentlich wert ist. Habe ich denn Eisen? Ich habe keine 20 Eisen für euch. Tut mir leid, ich kann euch nicht helfen. Ich habe keine 20 Eisen für euch. Falls du Eisen findest oder kaufen kannst. Wir fliegen nirgendwo hin. Danke. Wenn ich was finden sollte, ich komme wieder, versprochen. So. Dann wollen wir mal. Landen. Ist es jetzt auch richtig? Was kann ich rufen? Was soll ich denn rufen können? Ich möchte da landen. So, bitte. Nicht wieder am Planeten vorbeifliegen. Beginne Landezyklus. Sehr gut. Also, ich weiß nicht. Also, Sarah ist mir eigentlich sympathisch, ne? Ich mag die irgendwie. Kann das sein, dass wir hier auch schon mal waren? Mit der Crimson Fleet? Ich weiß es nicht mehr. Das ist genau wie auf der Sternwarte. Da sind wir auch nur durchgelaufen, haben das Audio gefunden und sind wieder verschwunden. Also gut. Schön, dass du unversehrt zurück bist. Ja, danke, dass du da bist, ne? Also, dass es euch auch gut geht. Das ist mir dann doch schon ein bisschen wichtig. Deswegen habe ich euch mitgenommen. Diese Welt wirkt nicht gerade lebendig. Captain, hallo. Ich stelle beruhigt fest, dass Sie Ihren jüngsten Schlafzyklus überlebt haben. Na, was haben wir da denn schon wieder? Kopfgeldjäger oder Piraten? Hier könnte ich auch meinen Außenposten... Lass mich mal... Ah, schon wieder. Das ist, wenn die Karte auf Select gelegt ist. So, lass mich mal gucken, in welchem System das hier ist.
Was haben wir denn hier? Basil 1? Wo ist denn das? Rette Barrett. Ist gar nicht so weit vom Soul-System entfernt. Gut, das habe ich jetzt gar nicht mal geguckt. Mars. Guck mal, da wird das sogar angezeigt. Sprich mit Trevor. Mars Außenposten, da. Da war er gerade eben. Landeplatz. Ja, das ist cool. Ja, ich... Es wäre natürlich praktisch, ne, wenn man hier... Okay, wir haben hier Ressourcen. Ich glaube, das wäre praktisch, wenn wir verschiedene Standorte haben, dass wir da die Ressourcen abbauen können. Aber das, Freunde, ich glaube, das werde ich einfach mal offscreen machen. Da müssen wir hin. Okay, da wird ja schon fleißig geballert. Da habe ich leider keine Munition für. Okay, Sarah, let's go. Aber ich weiß halt nicht, ne? Ich kann jetzt nicht auf Crimson Fleet-Mitglieder schießen. Ich hoffe, wir treffen hier nicht zu viele Crimson Fleet-Piraten. Ganz ehrlich, Sarah... Wenn du wüsstest... Food. Wenn du wüsstest... Ich schieße ja nicht auf meine eigenen Leute. Es sei denn, die schießen auf mich, ne? Verteidigung und so. Immer auf der Suche nach dem nächsten Opfer. Okay, siehst du? Sarah? Ja, siehst du? Finde ich gut. Solange die Credits rollen, ist das Leben gut. Richtig. Das wollte ich nämlich schon sagen. Die Crimson Fleet, also Barrett, hat nichts Negatives zu erwarten. Solange ich hier bin. Ich gehöre halt nur zur Crimson Fleet, ne? Das ist so geil, wenn man... Crimson Fleet Außenposten. Das ist so geil, wenn man überlegt, ne? Dass das jetzt einfach... Das hätte eine Ballerei der... Ne? Da muss ich gar nicht hin. Entschuldigung, Sarah. Obwohl, nee, warte. Natürlich gucken wir uns um. Ich bin aber auch, ne? Ja, ich hab vergessen, ich brauche Materialien. Natürlich kann ich die auch auf Planetenoberflächen abbauen, so ist nicht. Ja. Im Universum ist nichts garantiert. Weiß man weit genug, werden selbst die physikalischen Gesetze reagieren. Was ist denn das denn schon? Sprich mit Trevor. Soll das wieder ein Scherz sein? Was ist das Verrückteste? Moment, was für eine Quest habe ich denn noch aktiv hier? Barrett? Was ist denn Sprich mit Trevor? Hä? Warte mal. Hauptquest, da ist nichts aktiv. Sprich mit Trevor. Ist auf dem Mars irgendwas, habe ich gesehen. Ich möchte eigentlich nicht die ganze Zeit davon abgelenkt werden. New Homestead. Betritt New Homestead. Sprich mit Trevor. Wo ist denn Trevor? Was zur Hölle soll ich hier machen? Mission. Ich muss mit so vielen sprechen. Oh mein Gott. Ja, egal. Hast du je gesehen? Da muss man erstmal nur die Wahrheit bitte durchstecken. Mal überlegen. Ein Einhorn. Him, ihr habt mich gefunden. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass das mit Barrett das erste Mal war. Aber das ist es nicht. Hey, das entwickelt sich ja zu einer richtigen Party. Ich hätte was zu trinken mitbringen sollen.
Ich bringe dich nach Hause. So ist es. Frag nicht warum. Du verstehst dich mit den Piraten? Matsura und ich haben so einiges gemeinsam. Wir sind beide Fluchtkünstler. Systef hat mich schon oft gefangen genommen. Genau das meine ich. Relativität. Jedes Wesen im Universum ist auf der Flucht vor etwas. Oh, so ist es. Fragt nicht warum, ne? Hoffentlich habt ihr euch nicht gesorgt. Tatsächlich ist der miese Matsura ein guter Gastgeber. Gefangenschaft kann auch schön sein. Das mag ich an dir, Matsura. Immer zuvorkommt. War schön mit dir, Barrett. Aber ich kann dich nicht einfach so gehen lassen. Ist die Constellation bereit, für die Freiheit dieses Mannes zu zahlen? Oh, das wäre cool, wenn ich jetzt Sarah Morgan... Genau für dieses Problem haben wir eine Versicherung. Oh, ja. Wie krass. Also ich muss jetzt, ich bin jetzt gerade ein bisschen angreifen. Nein, um Gottes Willen. Das mit der Crimson Fleet hätte nie passieren können, ne? Also sprich, ich wusste das ja nicht, dass es überhaupt geht. Aber dass hier in der Story-Mission, die man hier eigentlich am Anfang ja machen sollte, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, durch die Crimson Fleet, ne, lass meine Freunde gehen, sonst hört es Del Lago, dass es das überhaupt möglich ist, das ist schon mega. Ja, lass meine Freunde gehen, sonst hört es Del Lago. Ha, die Captains erwähnten, dass es da eine neue Kapazität gibt. Also gut, ich lasse Barrett gehen. Für die Fleet. Die Crimson Fleet ist unter sich. Und dieses Mal gehört der Pirat zur Constellation. Wunder gibt es immer wieder. Super! Ja, Sarah. Ich hätte es dir gerne persönlich gesagt, aber du hast mir die Option nie gegeben, Barrett. Also, zurück zur Loge? Wer war dieser Pirat eigentlich? Der miese Matsura? Ziemlich netter Kerl für einen Piraten. Bin vor einer Ewigkeit mal mit seinem Mentor aneinander geraten. Der war auch so seltsam zuvorkommend. Ja, ich bin ja jetzt auch nicht der fieseste Pirat, sag ich mal. Das war alles ein großer Spaß für dich? wusstest du, dass ich bei der Constellation landen würde? Darf ich dich was Persönliches fragen? Nee. Wir sind fertig. Bis bald mal. Gut. Matsura? Er ist frei. Komm lieber nicht wieder her. Warum? Wir sind fertig. Ihr könnt gehen. Ich hab dir nichts zu sagen. Matsura hat das Sagen. Ja, ist auch in Ordnung. Ich nehme mir trotzdem Credits, Dichtmittel und das andere. Sei froh, dass der Boss so nett ist. Du weißt gar nicht, was der Lage, wie gut mein Stand bei ihm ist. Also, seid mal nicht so frech, ja? Aber ich bediene mich trotzdem. Danke. Delgado um einen größeren Anteil bitten? Ja, klar. Lieber nicht in die Sonne fliegen. Ja, also, man sollte nicht zu viel von Delgado verlangen. Nehme ich. Was ist das? Ein gefühlter Magnet. Ui, guck mal. Würde ich eigentlich schon fast gerne... Ja, nehme ich mit. Auf jeden Fall. Ja. Sehr gut. Barrett möchte ich eigentlich wären beide cool, ne? So, lass mich mal ganz schnell Waffen vergleichen, damit ich denn... So. Wo ist denn meine doppelläufige Shotgun da? Ausrüsten, damit ich das vergleichen kann. Ja, die ist wesentlich stärker. Und die hat sogar Fähigkeiten. Berserker und schnell. 25%. Oh yeah, dann Favorit.
Und dann hierhin. Zack. Ja, die anderen Sachen werden dann verkauft, ganz klar. Na gut. Dann haben wir dies. Heißt, jetzt geht's wieder zurück zur Loge, ja? So, Barrett. Sarah? Wo ist Barrett? Sprich mit Trevor. Nie. Wo ist er denn? Rückkehr nach... Ja, kehre zur Loge zurück. Das machen wir dann einfach auch ganz schnell. Kehre zur Loge zurück. Zeige es auf der Karte. Zack. Alpha Centauri. Zack. Schade, ich dachte, das wird auch noch ausgewählt. Da muss ich hin. Wissenschaftliche Außenposten. Landen nicht möglich. Das wäre natürlich auch cool, wenn ich hier einen Außenposten drauf machen könnte. Kann ich sogar. Okay, okay, warte mal, warte mal, warte mal. Da ist die Loge. Landen. Wir landen da einfach mal. Da baue ich meinen Außenposten hin. Dann reiße ich den, fliege ich gleich zum Mars und reiße den Posten wieder ab und sprich dann mit Trevor. Und dann gehen wir nach New Homestead. So. Das erwartet euch dann in den nächsten Parts, Freunde. Ich freue mich irgendwie, freue ich mich so ein bisschen, dass das jetzt mit der Crimson Fleet so... Diese Welt scheint über alle Bausteine zu verfügen, die für Leben notwendig sind. Ja, ne? Das ist cool. Und deswegen würde ich hier meinen Außenposten gerne hinsetzen. Das ist richtig cool. Ach, okay. So, Außenposten. 7 Außenposten darf ich noch bauen. Gut. Dann, bauen wir den doch einfach mal hier hin. So. Bestätigen. Der nächste Außenposten steht. Jemison Außenposten 1. Das ist wirklich cool. Da werden wir definitiv ein bisschen was bauen können. Wasserdampf. Ah, okay, das sind die Extratoren, die quasi die Farm. Gut. Das finde ich richtig gut. Gut, dann lass mich einfach mal schnell, was ist das? Gebäude. Oh, ich muss... Unbekannt. Natürlich. Ich muss mir definitiv hier... Lebenszeichen. Gebäude. Ich muss mir definitiv hier echt was angucken. Guten Tag, Captain. Ja, hallo, Vasco. Ich muss mir definitiv ich hab hier... Für dich. Oh, echt? Oh, dann stehe ich nochmal auf. Sarah. Wir haben ja schon versucht, mit ihr zu bandeln, aber das ging so ein bisschen nach hinten los. Warte, warte, warte. Das kann ich ja auch noch machen. Transfer. Meinen ganzen Plunder, den ich gesammelt habe. Ressourcen. Lagern. Das kann nicht mehr gelagert werden. Ah, Schmutz. Alle Ressourcen lagern. Ja, mein Lager ist voll. Inventar. Crimson Fleet. Ja. Gut. Das ist natürlich doof. Willkommen zurück. Jetzt kennst du dich mit Piraten hier, aus. Ich habe etwas für dich. Du musstest mir nicht ein Geschenk? Das wäre doch nicht... Nein, vielen Dank. Gern geschehen. Ist von einer der letzten planetaren Expeditionen. Ich bin mehr als nur Kanonenfutter, weißt du? Hauptsache es hält dich nicht auf.
Das nächste Mal wird ein Geschenk verpacken, das weiß ich zu Zum schätzen. Zum Glück habe ich immer noch ein so gutes Auge. War schon länger nicht mehr im Einsatz. Komm nach den planetaren Ausflügen ruhig mal zu mir. Wenn ich was finde, gebe ich es dir. Ein Gewürz. Schön, dich zu sehen. Hallo, hallo, hallo. Wo ist denn... Das ist ja cool, dass das Schiff jetzt langsam ein bisschen an... Ist er draußen? Das finde ich cool, dass das Schiff jetzt so ein bisschen belebt ist. Oder ist er hier auf dem Pod? Ist er nicht. Hallo. Hallo Lin. Wo ist der andere? Egal. Ich werde euch schon zum Außenposten abkommandieren. Nee, ach, Schmutz. Falsch. Falsche Taste. Sorry. Das waren jetzt viele Zeichen. Das ist bestimmt mit allen, die ich... Sprich mit. Ah. Ja. Ich spreche noch mit. So, abheben. Wir wollen ja schließlich landen. Wir heben ab. Okay. Finale Umlaufbahn erreicht. Orbit stabil. Die redet jetzt ganz schön oft mit uns, ne? Die Loge. Ich möchte das nicht auf der Karte anwählen. Ich möchte das von hier. Ja, gut, dann mache ich das über die Karte. Gut. Landeplatz erkunden. Ja. Jamison Außenposten 1. Genau, landen bei der Loge. Ich habe noch so viele Quests, müsste ich alle mal abarbeiten. Aber ich habe schon gesagt, dass ich hier abwechselnd mal so mache. Und wenn wir das Spiel durchhaben, storytechnisch, dann ist das Projekt, das bekommt dann auch sein Ende, danke fürs Zusehen. Also das ist dann komplett abgeschlossen. Und hey, alles, was danach Bescheid, kommt... falls du zum Unterdeck willst. Dann decke ich dir den Rücken. Wieso? Ja? Warte kurz hier. Es wird Zeit, dass sich unsere Wege trennen. Warum? Das möchte ich eigentlich gar nicht. Das hört sich so... Nein, das hört sich echt fies an. Zeit, dass sich unsere Wege trennen. Was ist denn hier? Was blinkt denn hier schon wieder alles auf? Ich soll mich doch noch da bewerben und hier bewerben und. Ob wir schon hier sind, sollten wir mit Matteo oder Noel sprechen. Machen wir. Sorry fürs Warten. Bin auf der Kehre aufgehalten. Barrett, wir haben uns Sorgen gemacht. Naja, ein paar von uns. Ich kenne dich, Walter. Bestimmt hast du während des Wartens auf meine Rückkehr heimlich in deine Geldhaufen geweint. Tatsächlich hat Walter noch mehr als sonst über dich gemeckert. Er hat sich also wirklich gesorgt. Lass das, Cawtrey. Ist das etwa? Ha, wir hatten ewig nur ein einziges Artefakt. Und jetzt seht euch das an. Ja, ne? Das ist schon cool. Du spürst Sprich mit Barrett. Es, oder? Seit ich das zweite gefunden hatte, seit den Visionen, sie wirken einfach beruhigend. Hey, ich bin auch nicht wieder voll da. Außerdem habe ich dich in all das reingezogen. Wie wäre es, wenn ich dich mit den seltsamsten Ecken des Universums vertraut mache? Oh, gemeinsam reisen klingt gut für mich. Aber wer ist dann der Captain der Frontier? Man sollte nicht an einem Schiff hängen.
Wenn es zum fünften oder sechsten Mal explodiert und man wieder mal verschollen geht, geht auch die Liebe. Außerdem ist die Frontier nun ein Schiff der Constellation. Du gehörst jetzt dazu. Also teilen wir sie uns. Ah, okay. Gemeinsam reisen klingt gut für mich. Fantastisch. Okay, Barrett ist jetzt als Begleiter verfügbar. Das ist natürlich cool. Wo will Sarah hin? Ich weiß, dass die Artefakte alle in helle Aufregung versetzen. Aber wir müssen objektiv bleiben und auch an mögliche negative Folgen denken. Natürlich, klar. Das stimmt wohl. Können wir aufbrechen? Ich bin bereit, legen wir los. Okay, wir treffen uns auf deinem Schiff. Dann unterhalten wir uns. Sobald wir auf Aquila landen, sind wir ein Team. Wenn du also vorher noch irgendwas alleine erledigen willst, sind Cora und ich einfach als Passagiere dabei. Okay. Barrett kommt jetzt mit mir mit, ja? Pass mal auf, Barrett. Ja, entschuldige bitte. Ich war abwesend. Ja, Captain? Ja, Captain. Es wird Zeit, dass sich unsere Wege trennen. Oh, verstehe schon. Wenn wir zusammen sind, können wir nicht konkurrieren. Wir teilen uns auf und rechnen später ab. Wer zuletzt im All ist, ist eine faule Prasada-Beere. Ist nicht mehr mein aktiver Begleiter. Klar, ich habe Zeit. Ah, okay, und hier kann ich ihn... Oha, was hat er denn alles? Kann ich gar nicht lesen. So, jetzt könnte ich lesen. Captain? Raumschifftechnik. Teilchenstrahl? Waffensysteme? Robotik und Gastronomie. Okay, Barrett erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Joel. Frag mich nicht warum. Aber... Oh. Gerne. Ich würde ihn auf jeden Fall gerne echt mitnehmen. Ich brauche echt ein größeres Schiff. Mit mehr Crewmitgliedern. Pass auf. Das ist ein guter Plan. Ich lege mich jetzt oben hin. Speicher. Ups, einfach durch die Stube gegangen hier. Hey. Entschuldigung. Leg mich oben hin, speicher das Ganze. Und dann gucke ich, dass ich ein großes Schiff habe. Dann kann ich nämlich einfach mehr Leute mitnehmen. Und an der Stelle sage ich danke fürs Einschalten. Der Part ist ein bisschen länger geworden als gedacht, aber gut. Ich sage danke fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich bin echt gespannt. Ich weiß gar nicht, wo ich überhaupt das neue Schiff kaufe. Ich gucke gleich mal hier, was hier im Angebot ist. Dann würde ich sagen, diesbezüglich machen wir ein kleines Päuschen. Wir setzen uns hier hin. Na, so. Ich finde das cool. So, und dann an der Stelle, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Und da haben wir einiges vor. Als erstes, ja, ich muss gucken. Bis dann.